Namaste, meine Lieben, und willkommen zurück zu einem weiteren Part unseres Let's Play Cognition. Ich begrüße euch. Ja, falls ihr erkennen könnt, haben wir im letzten Part mit dieser kleinen Esoterik-Hippie-Braut Melissa gesprochen und haben tatsächlich auch ein, zwei sehr interessante Informationen erhalten. Zum einen, dass Kelsey für Dekan Chapman gearbeitet hat, der das Ganze dann auch endlich ja zugeben musste, von wegen, ne, ich kenne die gar nicht und ich weiß nicht, was ich über sie sagen soll und ja, ne, hier von wegen. Den haben wir somit zur Wahrheit, ja, gezwungen quasi. Hoffentlich in seinem Sinne, dass es die Wahrheit war. Was für uns aber viel wichtiger ist, wir haben erfahren, dass Kelsey einen Freund hatte namens Joey und dieser hat hier offenbar seine Arbeitsstelle am Postamt. Und den werden wir jetzt mal interviewen, beziehungsweise versuchen. Mal gucken, ob der überhaupt hier anwesend ist. Von daher würde ich sagen, ja, genug gelabert, weiter geht's mit Cognition. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir gucken mal. Na gut, die Dinger muss ich wahrscheinlich gar nicht mehr anklicken. Da kommen höchstwahrscheinlich dieselben Sätze wie in der ersten Episode. Nice. But not my style. Ja. Nur auf Englisch eben. Gut, dann können wir das mal lassen und widmen uns gleich mal dem Angestellten hier. Ich glaube nicht, dass das Joey ist. That's what Joey was yesterday. So viel dazu. Okay. Wir sprechen mal mit Angestellten. Vielleicht weiß er ja, wo Joey ist. Can I talk to you? That's what they pay me for. How can I help you? Scherzkeks. Du bist nicht lustig. So. I'm looking for a man who works here named Joey. Joey Gothals. I think so. You and me both, lady. He ditched his shift today. Didn't even call in. I get called in instead. Have you called him? Has anyone been by his house? They called, sure. No answer, or he'd be here. And I doubt anyone went to his house. Why? I need his address. I can't just give you that. Hallo, hier FBI Agent. Rück raus das Ding, verdammt nochmal. Ja, okay, interessant. Joey ist nicht aufgetaucht. Hier hat seine Schicht nicht angetreten. Deshalb wurde dieser kleine Spaßvogel hier einberufen für diese Schicht. Und deshalb ist er scheinbar auch etwas sauer. Und, ja, sauer nicht, aber ach, merkwürdiger Typ. Ich weiß nicht, ich glaube, die rauchen alle hier ein bisschen gesundes, grünes Zeugs. Nennen wir es mal so. Aber gut. Kelsey, ja, was soll er über Kelsey wissen? Kann ich mir nicht vorstellen. Did you know Joey's girlfriend, Kelsey? Sorry, ma'am, I don't know him that well. We just work together. Genau das dachte ich mir nämlich. That's all for now. Okay, bye. Ja, ja, nee, nee, nix hierbei. Du rückst jetzt hier diese verdammte Adresse raus. Bist du nicht willig, so brauche ich einen Ausweis, ganz offiziell und so. I'm an FBI agent and I need to speak with Joey about a case. Give me his address or get your boss. Crap. Yeah, okay, here it is. Is he in trouble? No, I just need to ask him some questions. Ja, das wird sich rausstellen, ob der in Schwierigkeiten steckt oder nicht, in welcher Form auch immer. Ja, und, ne, also das Spaßvogelsein ist dir jetzt auch vergangen, du Kollege, ne? Sehr schön. Gut, aber dann würde ich sagen, wir haben, was wir wollten, die Adresse von Joey. Und ich denke mal, dass wir uns jetzt auch direkt dorthin begeben werden können. Zu seinem Apartment. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir das doch glatt, ne? Hier nicht. Dann zurück. Und Moment, jetzt. Ah, jetzt. Okay, etwas spät, aber doch eingeblendet. Joyce Blaze. Joey Gothals from the post office lives here. Gothals ist auch ein sehr merkwürdiger Nachname, habe ich in der Form überhaupt noch nie gehört. Aber gut, das soll uns ja weniger interessieren. Joey, ich höre dir Trapsel. Ach du Schande. Das soll ein Wohnhaus sein? Ja, sehr gemütliche, chillige Umgebung. Ich würde da nicht wohnen wollen, aber hey, ne, hat ja jeder so seine Vorlieben. This looks more like some old boarded up warehouse than a home. What a weird place to live. Ja, danke, dass du mit mir konform gehst, Erica. Das sieht tatsächlich eher nach einem alten, abgefransten
gut gerettet. Lagerhaus aus. Okay, was haben wir denn hier? Kann ich hier? Moment, ne? Hier. Erst mal gucken. Nope. Okay. Ach, hier hat so eine Art Sicherungskasten und eine Tür. Aber ich sehe kein Schloss. Also ich sehe auch keine Türklingel. Klingel? Ja, Türklingel sehe ich auch nicht. Eine Türklinke sehe ich keine. Erika, gehen wir mal hier rauf. Alle hopp. Etwas schneller, bitte. Bist du ja jung und so. The front is all boarded up, windows I can't reach. At least there's a door here. With no handle. Great. Okay, auch festgestellt, dass es hier keine Klinke hat. Supi. Kann ich wenigstens hier dagegen klopfen oder rufen oder was auch immer? Mr. Gothals? This is Erica Reed, FBI. We met yesterday at the post office. I'd like to ask you some questions. No answer. Oh, really? Ja, als würde das jemals funktionieren, egal ob Film, Spiel oder Serie. Hier, FBI, machen Sie auf. Nichts. Ja, okay. Entweder ist er nicht zu Hause oder, ja, ne, er macht einfach mal so, von wegen, oh, hier ist niemand, geh weg. Verdammt nochmal. Ah. It looks like a fuse box. I've never seen one on the outside of a building before. Ah ja, doch, also Sicherungskasten hier. Auch außerhalb, ja doch. Habe ich schon gesehen. Kann ich das öffnen? Oh, it's locked. Oh, great. Natürlich ist es abgeschlossen. Jetzt irgendwelche Kabel, kann ich die... That kind of casing usually protects wires. These are going right into the door. Ja, das heißt, es ist so ein... ja, mechanischer Mechanismus, der hier wahrscheinlich die Tür öffnen würde. Aber da das Ding verschlossen ist, kommen wir nicht rein. Was machen wir jetzt hier? Haben wir was im Inventar? Dietrich, ja, Dietrich, komm. Hier, fummel ein bisschen rum. Das kriegst du auch auf, Erika. Ne? I've got no reason to pick the lock on this fuse box. What? Warum nicht? Erika, du hast mir vor 5 Sekunden gesagt, dass das Ding verschlossen sei. Und jetzt sagst du mir, du hast keinen Grund, das zu öffnen? What? Kann ich vielleicht mit... Nee. Verdammt, was mache ich denn jetzt? Ach, Erika, das kann doch nicht sein, du... I've got no reason to pick the lock on this fuse box. Ja, natürlich nicht. Warum auch? Ist ja nur verschlossen. Macht Sinn? Not. Vielleicht willst du es etwas rabiater. Kann ich das Ding abschießen, irgendwie das Schloss? Das hat ja schon mal funktioniert. Hier bei der ersten Episode im Friedhof, ganz zu Beginn. Oh, it's locked. Aha, falsche Taste. Falsches Symbol, besser gesagt. This is not going to work with this. Ach, great. Na, supi. Was mache ich denn jetzt? Doesn't look like he's home. Ja, der ist zu Hause. Der versteckt sich nur hier. Das mache ich auch immer. Wenn ich keinen Besuch will. Licht aus, hier Vorhänge zu. Niemand zu Hause. Was mache ich jetzt? So viele Sachen zu öffnen und ich habe kein passendes Werkzeug. Die Puzzlebox, diese Tür. Ich glaube, ich muss mich doch jetzt mal daran machen, einen Ratschlag bzw. eine Anregung von Nashi anzunehmen. Und zwar meinte sie, ich könnte doch mal zu Terrence gucken. Hier von wegen, der hätte ja immer technisches Equipment und der hat uns ja auch hier die Dietrich überlassen und so weiter. Ja, ich glaube, ich werde das jetzt echt mal machen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich hier reinkomme. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ich werde ganz kurz mal die Hotspot-Taste drücken. Nee. Alles angeklickt, mit allem interagiert, da ist nichts. Ganz toll. Ganz toll. Ja, dann wie gesagt, vielleicht ist Terrence mal wieder mein Retter in der Not. Schraubenzieher, Zange, Schlüssel statt einem Dietrich, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, wir gucken mal. Ich wüsste sonst echt nicht, wie ich hier reinkommen sollte. Ich habe keinen Schraubenzieher.
Und in Kelseys Apartment gab es doch auch noch hier diesen Luftschacht-Gedöns. Was wir auch noch öffnen müssten. Wunderbar. Okay. Terence, Hilfe! Terence to the rescue! So, dann... What? Komm, jetzt ist er gar nicht hier, oder was? Seriously? Moment mal, war der Feueralarm schon im ersten? In der ersten Episode hier? Feueralarm wollte ich immer schon mal drücken als Kind, aber ich habe mich nie getraut, muss ich sagen. Ja, supi. It looks empty without the big guy around. Ja, würde ich auch so sagen. Wo ist der? Ach, hier ist ein Schild. Was steht denn hier? AFK. Terence must be working the crime scene at the Old South Meeting Hall. Immer noch? Ach stimmt, Quatsch, da ist ja nur ein Tag vergangen, beziehungsweise eine Nacht zwischen Episode 1 und 2. Ah, ja, ja, okay, 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 der ist immer noch im Tatort. Na toll, das hat mir jetzt genau nichts gebracht. Wunderbärchen. Kann ich zu... Wie hieß die freundliche Dame nochmal? Gallagher, genau, Dr. Gallagher. Kann ich zu der mal? Nicht, dass die mir weiterhelfen würde, selbst wenn sie könnte, aber pff, hey, ne? Was macht man nicht alles, wenn man verzweifelt ist? Und das bin ich gerade, muss ich echt sagen. Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt machen könnte, sollte, dürfte, müsste. Joa. Gallagher! Agent Reed, how can I help you? I wanted to say goodbye to Davies. Everything happened so fast, I didn't have a chance before. You know my rules, Agent Reed. No contamination and no private visits before I've finished my work. Right. The autopsy report must be happening soon. I have paperwork to take care of. Please, show yourself out. Sorry to interrupt. Freundlich, nett und höflich wie immer. Und das war echt Davies. Ja, die möchte ich mir aber schon auch gerne ansehen, auch wenn es jetzt vielleicht mit dem Fall direkt nichts zu tun hat, wobei man weiß es nicht, ne? Vielleicht verschwimmt das Ganze hier zwischen erster und zweiter Episode, die zwei Fälle, so ein bisschen miteinander. Aber wir dürfen sie nicht stören. Allerdings kommt mir da gerade so ein Gedanke. Wie war das mit Feueralarm, Kind? Ich habe mich nie getraut. Erica, du bist doch sicher... Ja... Du würdest das doch gerne machen, oder? It would give me some privacy. Ach so, ja, ne? Nachtigall und so. Ja, dann gucken wir doch mal, was passiert. Klingeling. This ought to give me some privacy. Ja, das hatten wir schon. Ach, du Schande. Now I need to get out of sight. Ja, wo kann ich mich verstecken? Ja, wenn ich rausgehe, ja, gehe ich aus dem Gebäude raus. Hinter der Pflanze? Nein. Unterm Tisch. Ja, hier hinterm Tresen, wie auch immer. Tatsache, oder? Mach hinein. Aha. Die ist auch nur am Motzen, ne? Herrlich. Oh, und dieses Geräusch, ja, ist gut jetzt. Stellt mal jemand aus, das Ding. Würde ich auch so sehen. Ich glaube, viel Zeit hast du ja nicht, liebe Erica. Hopp. Elegant, wie immer. Der Fahrstuhl. Hier hat es auch gar keine Treppe, ne? Also hier gibt es echt eigentlich nur... Moment, heißt es nicht eigentlich im Brandfall den Aufzug nicht benutzen? Naja, whatever. Irgendwie muss man ja runterkommen, wenn es keine Treppe gibt. So, und zwar möchte ich mir nicht nur Davies ansehen, sondern ich möchte mir auch diesen Tisch hier ansehen. Ich glaube, da lag nämlich Scalpello. So, vielleicht kann ich das ja als Schraubenzieherersatz so verwenden. Aber erstmal Davies. Ja, Wahnsinn. That must be Davies. Ja. Das würde ich auch so sehen. Sorry, I was such a pain in the ass sometimes, Davies.
You were good. One of the best. I wanted to hate you for closing that case, but you were right to do it. And if I hadn't have been so tired because I was still working on it, I might have gotten there in time to save you. But I'm not going to stop until whoever did this is behind bars. I promise. Liebe Erica, mach keine Versprechungen, die du vielleicht nicht einhalten kannst. Ich meine, ich würde gerne auch den Täter hier hinter Schloss und Riegel sehen. Aber wir haben leider auch keine Zeit für Schuldgefühle hier, Erica. Also, ne, hier. Ja, schön zugenäht wenigstens. Gallagher did the autopsy already. Dann müsste der Bericht ja auch irgendwo rumliegen. Ja, und ich weiß, dass das wahrscheinlich mit dem Weiß-Monkey-Fall hier weniger zu tun hat, aber ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Deshalb bin ich auch hier. At least with her eyes closed, she looks more peaceful. Oh, Moment jetzt. Oh, eine Kassette. Kann ich die nehmen? I'm sure she won't mind if I borrow this without asking. Ja, ich glaube, mit Gallagher werden wir auch keine Freundschaft mehr schließen. Okay. Moment mal. Hier, das ist doch dieses Tattoo. Das kennen wir doch schon. Kann ich das ansehen? I recognize this now. It's the Greek letter Psi. I should compare this to the picture of the other tattoo and try to figure out what it means. Ja, stimmt, das hatten wir ja schon mal gesehen am ersten Opfer. Hier, Hangman, ne? Kann ich das knipsen mit dem Handy? Hallo? There. That'll help me do a search on it later. Wunderbar. Psi is the 23rd letter of the Greek alphabet. It is often used as a prefix signifying subjects that relate to the brain or soul, for example, psychology. Mm-hmm. It is also used in words relating supposedly supernatural phenomena, as in the word psychic, or the word scion. Scion. Ja, das haben wir doch schon mal gehört, ne? Hier, Rose und so. Aber warum hat sie dieses Tattoo jetzt auch? Warum hat das dieser Typ hier im ersten Fall, also im hängenden Fall, läuft hier irgendwie so ein Freak-Killer rum? Der hier glaubt, er würde Leute mit übersinnlichen Fähigkeiten töten? Aus dem Weg räumen? Das macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn. Die hatten doch keine übersinnlichen Fähigkeiten. Oder etwa doch. Ja, und wenn, dann wären wir wahrscheinlich als Nächster auf der Liste. Ganz oben. Ich bin verwirrt. Aber vielleicht kann uns Rose dahingehend weiterhelfen. Okay, kann ich hier sonst noch irgendwas? Hier, Cognition. Oh, ja, kann ich. Oh. If I just gotten there sooner. Ja, Erica, wie gesagt, Schuldgefühle bringt nichts. Sieh lieber zu, dass du den Täter hinter Schloss und Riegel bringst. Kann ich den Tisch jetzt gar nicht auswählen, oder was? No. I'll leave those to Gallagher. Ah ja, okay, gut, das will sie nicht machen. Ja, hier so die Leichenkammern. Kann ich verstehen. Okay, dann kann ich hier aber wahrscheinlich auch nichts mehr machen. Ja, außer nochmal, aber das haben wir jetzt schon gesehen. Ja, dann werde ich wieder rausgehen hier. Also im Weiß-Monkey-Fall hat mir das jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Schade. Oh. Oh, oh. Agent Reed, what are you doing in here? There was a fire alarm. Was there? I didn't hear anything. I was in the bathroom. The whole time? Hey, I don't ask what you do in there. Damn it, Reed, you are wasting time. Mine, yours, and might I remind you, Agent Sullivan's. Get your ass back on the job while you still have one. I am doing my job. If you don't like it, fire me. Don't tempt me. If I find you stepping out of line one more time, you're looking at a suspension. If you're lucky, get out there and find Agent Sullivan. Fine. Das war klar und deutlich. Ja, und ich glaube, mit McAdams werden wir auch keine Freundschaft mehr schließen. Aber das mache ich so in Erica. Ja, also die schlägt auch Wege ein, die jetzt vielleicht nicht unbedingt, ja, 100% nach Protokoll laufen. Und ja, finde ich super. Allerdings bringt mir das jetzt nicht wirklich viel. Cyan, ja, ich könnte jetzt nochmal zu Rose gucken. Aber wie bringt mich das in dem Weiß-Monkey-Fall weiter? God damn it!
Wo kriege ich einen Schraubenzieher? Ach, so viele Fragen, so viele Fragen. Also, es ist nicht so, dass ich keine Ideen hätte, ne? Ich meine, ist ja logisch, es gibt hier einige Ansatzpunkte. Lüftungsschacht, Puzzlebox vor allem, dann Joeys Tür. Aber mir fehlt einfach das nötige Equipment und ich weiß nicht, wo ich das herbekommen soll. Gott, dammit. Deshalb verfolge ich dann eben die Spur, die vielleicht weiterlaufen könnte. Und in dem Fall jetzt ja Cyan mit dem Tattoo. Vielleicht weiß Rose da irgendwas darüber. Außerdem, ja, ich höre auch die Stimme sehr gern von Rose. Das beruhigt mich immer so ein bisschen. Hey, Rose. Hello, my dear. Ach, herrlich. Okay, aber es hat hier keinen neuen Gesprächspunkt. Verdammte Axt. I'm gonna get going. Goodbye, my dear. Hä? Wait, what? Via Brett? Waren die immer schon hier? Oder war das immer schon hier, das Ding? Nee, oder? Bin ich jetzt völlig bekloppt? Moment. Looks like Rose put out a stack of Ouija boards. While I can now admit there are some supernatural things in the world, I still refuse to believe that Parker Brothers has harnessed the spirits of the dead and packaged them in a game board for mass production. Ach, sensationell. Wunderbar. Ich liebe ihren Sarkasmus, Zynismus, was auch immer. Herrlich, herrlich, herrlich. Aber wie hat die das jetzt genannt? Ouija Board? Ist das echt die englische Aussprache? Ja, okay, whatever. Kann ich das mitnehmen? How much for one of these Ouija boards, Rose? Is this something to help save your young man? Hopefully. Then it's on the house, my dear. Besides, I have another pile in the bag. Okay, und wie hilft mir das jetzt? Moment mal. Kann ich jetzt hier mit Synergie vielleicht irgendwie? Das kann ich gar nicht auswählen. Wofür könnte ich das Via Board, ja, Brett jetzt verwenden? Via Brett. Was mache ich denn jetzt damit? Also die einzige Möglichkeit, die mir jetzt noch einfallen würde, mit diesem Brett, zu wem ich gehen könnte, wäre wahrscheinlich Melissa. Weil sie ja doch wahrscheinlich sehr, sehr empfänglich auch dafür ist. Stimmt, vielleicht können wir ihr damit helfen, ihr diesen verdammten Silberanhänger zu finden. Sie meinte ja, sie müsste sich hier konzentrieren und fokussieren und das würde besser funktionieren, wenn sie alleine wäre. Aber wie gut würde das erst funktionieren, wenn sie so ein verdammtes Brett hätte? Vielleicht kann sie auch Kontakt mit Kelsey aufnehmen. Oh ja, okay, ich glaube, wahrscheinlich hier völlig wirr, aber ich denke, das wird so der Ansatz sein, den ich beim nächsten Mal dann verfolgen werde. Denn jetzt gibt's erstmal einen Cut. Ich bin sehr, sehr verwirrt. Ich bin irritiert, dass das mit Joey gleich mal wieder in eine Sackgasse geendet ist. Finde ich sehr, sehr schade. Aber gut, wie gesagt, ne, ihr habt es ja gerade gehört. So ein paar wirre Gedanken habe ich ja noch, die ich beim nächsten Mal nachgehen werde. Sollte euch noch irgendwas einfallen, ganz egal wie unwichtig es vielleicht erscheinen möge, wo ich vielleicht einen Schraubenzieher herbekommen könnte, was auch immer, gebt mir Bescheid. Sehr gerne werde ich dem dann auch nachgehen. Aber das soll es für heute gewesen sein mit Cognition. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit und einen schönen Start ins Wochenende. Und bis dahin, ciao, ciao.